Woohoo! Hi, the sky. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Und alles Gute zum Geburtstag! Ja, heute ist mein Geburtstag. Das kann nicht gesund sein. Ja, gehört dazu, gell? Da kann man nichts machen, einmal im Jahr. Wir sind auf jeden Fall wieder Zillertal und es ist nichts los. Schau mal, wie es dann oben ausschaut. Ja, zweiter offizieller Skitag hier drin, heute eben 25.12. Gestern war der erste, ja. Da waren wir ja auch schon unterwegs. Und ich hoffe, wir pendeln heute mal rüber nach Hochfügen, oder? Das Verrückte der Geschichte war heute in der Früh schon beim Herfahren. Also man fährt wie wenn man so in die falsche Richtung fährt oder so, keine Ahnung wohin. Es ist nichts los gewesen. Man hat keinen Stress beim Skiurziehen oder beim Skischachen. Spielt sich nichts an. Und das ist Vollbetrieb in der Früh. Also 60, das sind vielleicht 50 Autos nach, keine Ahnung. Echt ganz cool, ja. Ja, aber schon auch sehr seltsam. Also von mir aus kann es wieder werden, wie es vorher war. Ja, wenigstens das offen hat. Geburtstagsfrühstück oder so. Heute schaut es hier oben auf jeden Fall viel besser aus wie gestern. Wow. So sollte Winter Wonderland immer sein. Und es schneibelt leicht. Das ist echt schön. Auch wenn es von der Piste her wahrscheinlich nicht so viel anders sein wird. Aber es sieht schöner aus. Ah ja, und es ist weicher. Ah, schon geil. Juhu! Nichts los. Ja, das sieht jetzt voll nach Winter aus.
geil. Endlich Wind. Die Vicky hat mir einen Geburtstagssekt mitgebracht. Ein Henkel Piccolo? Die ganzen Fahrten mitgefahren. Wir dürfen normal nur die Masken in der Gondel haben, wenn man was trinkt oder was isst. Und das tun wir eher. Und das tun wir jetzt. Die Kraft habe ich verlassen. Die Kraft, den ganzen Tag Skifahren. Ah, oh, der schläft. Ein Trink und Dreh. Petra. Mach ihr zuerst. Ah. Prost! Dem Wetter geht's ja nicht so gut. Mir geht's blenden. Ja, das Wetter kann's nicht mehr. Alles Gute! Ja, sorry! Wir haben alles Profis am Werk! So, weiter geht's! Ja, am Grund zum Feiern! Yeah! Keep dancing with the devil, but he doesn't have a back. No, no, no. Keep dancing with the devil, but he doesn't have a back. No, no, no. Keep dancing with the devil, but he doesn't have a back. No, no, no.
nach dem Skifahren, das ist diesmal vor dem Kaffee mit Babys, muss ja schließlich noch ein bisschen Geburtstag gefeiert werden. Und Martin und Vicky haben ihre Geschenke von gestern noch nicht ausgepackt. Vielleicht lassen sie euch auch ein bisschen mitspitzen. Und der, was fragt, wer den Ski gekriegt hat, das ist Vickys Ski. Also, wo der Ski gehört, der Vicky. Ist nicht meiner, schaut so ein bisschen größer aus. Da. Na, so groß schaut er nicht aus. Ja, Mann, das stimmt. Ja, genau, stimmt. Ja. Hätte halt fahren können. Kannst du mal anfangen? Morgen wäre ich immer da. Ja, wir haben nicht gedacht, dass es so viel Schnee hat heute. Krass, ich bin ja sogar mit der Pistenlatte unterwegs gewesen. Aber geht auch. So ist es ja nicht. Du warst echt lustig am Weg. Jetzt aber mit ihrer Pommes am Weg. Pizza Pommes. Lernt man ja schon im Skikurs. Na dann, Prost. Du hast Quante. Nein, ich tue es jetzt so. Prost, der Ofen brennt schön. Ha? Ah, oh, fein ist das noch ein Skifahren, so Efeu, oder? Ah, oh, Traum. Ja. Ja, und der One Piece? Den gab es zu Weihnachten. Ja. Eine Mütze hätten sie mir aber auch schenken können. Nein, Spaß, die gab es zum Geburtstag. Aber Platz habe ich trotzdem nur am Boden. Immer was zu schimpfen, die Petra. Jetzt aber wirklich kann. Wird Zeit, dass die anderen ihre Geschenke aufmachen. So, los geht's. Gebt mal Tipps ab, was ich so verschenkt habe. Wichtig ist ja, die Petra sagt nicht zerbrechlich. Die ist nicht so oft drin, oder? Mhm. Habe ich nicht gesagt, sonst hätte ich ihn schon abgehalten. Und der Kick. Was ist das? Boah! Nein, Casey China. Boah, roter Anorak. Boah! Ja, geil. Das ist ja Hammer, oder? Der Skilehrer braucht rote Klamotten. Aber da muss ich jetzt zugeben, Martin ist relativ schwer zu beschenken, so wie ich teilweise auch. Wir haben schon viel, deswegen hat er ein bisschen mitgeholfen beim Christkind. So, gute Jacken, ich schaue auf dir jetzt. Weil der Winterjacken wäre echt keine gute. Man schaut ja echt gut und alles, oder? Ja, aber da habe ich ja Tipps vom Christkind erhalten. Sehr gut. Da sind noch welche Boxen hier. Ah ja, super, oder? Boah! Aber super! Perfekt, oder? Voll geil. Aber jetzt ist mein Geschenk. Cool. Hallo, ist ein Polster! Ja, aber super, die Jacke. Die ist echt super, oder? Voll. Was sagt ihr? Aber meine ist cooler. Boah! Oh, scheiße, das ist viel. Ich muss meinen Kosten schon wieder aufschauen. Der Spiegel ist im Kasten. Geil! Und ja, wir haben uns genau eine Firma ausgesucht, in die wir verliebt sind, von der wir gar nichts kriegen, aber wir mögen sie trotzdem. Ja. Guck mal, wo ist ja näher vielleicht. Oh, geil. Bis jetzt haben wir nicht mal 5% Rabatt ergattert. Vielleicht noch im Video. Hört ihr uns? Ja, hallo. Boah, geil. Und? Was hast du jetzt gekriegt? Ja, weil es jetzt ein Kochenpublik und geil. Ich glaube, ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, ich mag so gern Schenker. Boah, Mikroputzen. Geil. Weil die muss man ja den Trimmelik halten. Aber die kommt unten drunter. Ja, geil. Auf da hinten brennt schon ein bisschen im Ofen. Ja. Ich wünschte, ich hätte auch so viel. Mit dem Weihnachtsspeck? Na, geht. Wir haben viel gegessen Weihnachten. Feines. Die habe ich auch, dann können wir im Partnerlook rumfinden. Ja. Und mit der Mütze zusammen dann von dir können wir dann im endgültigen Partnerlook. Mega! Was ist das? Voll die Schrappen. Geil. Ja, für den Bus halt. Ja, perfekt. Ja, wir gehen den auch. Nee, war wow, fein. Geil. Ja, aber ist super mit fein. Perfekt, mit der Socke. Schön. Hier meine aus dem FKK Sander Club. Ja, die sind aber auch geil. Jo. Ja. FKK Sander Club sind die besten. Danke. Alles kann, nicht muss.